Wir zünden mein Kerzchen an. Ja. Ja, aber bitte. Bloody Freddy liegt hier in Frieden. Dann haben wir hier den Bärenbeißer. Ja. Wir werden dich nie vergessen. Nein, der verfolgt mich, glaube ich. Scheiße. Ja, ja. Was für eine Chance. Scheiße. Du musst einfach, deswegen riechen die dich da drin. Oh Gott. Das ist der Angstschweiß, den er riecht. Ja. Und regelmäßig duschen hilft. Alter, Hilfe. Ihr seid ein bisschen da, spannender hier. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal so dramatisch wird am Ende. Oha. So, jetzt geht's so rein. Mario macht mal den Rudelführer hier. Hallo? Ich musste schon die ganze Rudel hier rüberführen. Mach mal. Hier ist ja, oh, das ist aber schön aufgeräumt hier. Das sind alle so schön gerade. Aber auch nur heute. Kann man hier schon aussteigen jetzt? Der Alpha-X kommt noch, also ich würde es nicht riskieren. Was, der kommt noch? Ja, der jagt. Also der kommt uns noch hinterher. Sind die Tiere alle passiv? Der schwimmt noch. Ja, ich vielleicht möchte falsch. Jemand die Tür schließen. Okay. Oh Gott. Oh, also Balu pfeift mal kurz auf Passiv und dann kann Mario ja mal... Ich steige jetzt mal aus, oder? Ich bleib hier. Okay, ich warte aufs Kommando, bis ich aussteigen kann. Was ist denn hier kann. Los? Ich bin schon draußen. Okay, das steige auch. So. Ja, wir haben schon umgeparkt für später. Ja, wir haben extra für heute mal die Tiere ein bisschen aufgeräumt. Normalerweise sieht das bei uns, ziemlich chaotisch aus. Alles durcheinander dran. Wie unsere Resightings. Genau, bei uns läuft das bei den normalen Dinos aber auch so. Denn das Problem ist ja im Gehege, hier spawnt immer irgendwie Viehzeug drin. Es gibt also keinen sicheren Ort, wo man sagen kann, man stellt mal ein paar Dinos ab und die bleiben dann auch stehen unverletzt. Das ist hier leider ein bisschen problematisch gewesen, da haben wir schon versucht, ein bisschen mit Foundations zu entgegenzuwirken, aber es hat gar nicht funktioniert. Deswegen, du darfst ruhig aussteigen, hier beißt meistens nichts. Meistens. Es ist jetzt alles auf Passiv. Wenn mir was beißt, sind das die Wilden, aber... Dann sind wir das. Na gut. Ihr beschützt mich. Mhm. Ja, die Aussicht ist hier leider nicht so Bombe wie bei euch, ne? Also dann hat sie ja quasi nur eine Mauer. Beziehungsweise jetzt gerade gar keine Mauer da hinten. Einfach nur Wasser und ansonsten können wir durch die Mauer die Wüsteninsel sehen. Das ist schon mal ich gut. Ich will den Giga haben. Den kannst du dann gleich haben im Kampf. Aber es gibt hier wirklich tatsächlich gar nicht so viel zu sehen. Aber ihr seht schon hier bei den Gehegen, also ein bisschen was hingezottelt, damit wir auch die Rare Sightings mal drin parken können. Die hatten ähnlich viel Platz wie bei euch, also im Prinzip nur zweckmäßig zwischengeparkt. Und wir mussten dann extra schon noch ein Gehege nebenan anbauen, damit die großen Dinos auch reinpassen. Aber ansonsten, ich sag mal, praktisch ist alles. Ich schaue mir das gerade von oben an tatsächlich. Ich habe mich hier mal so ein bisschen oben hingestellt. Also besonders dekorativ finde ich die Foundations. Ja, gell? Okay. Ja, das war halt aus der Not, ne? Weil wir hier dauernd einen Spawn haben. Ja. Meisterwerk der Außenarchitektur. Ja, das ist, glaube ich, das sind Findlinge. Er ist halt wirklich die einzige Möglichkeit gewesen, um überhaupt den Spawn ein bisschen einzugrenzen. Seltsam akkurat die Findlinge. Ja, Andi, Glück gehabt. Angriffsmusik? Ja, Andi, wo bist du? Ich mach gerade die wilden Viecher hier hinten weg. Balu macht. Gut. Balu macht. Wo seid ihr denn? So, hier ist ein Tech-Fahrer. Hier ist Ani, ich glaube Ani. Geht ein Tech-Fahrer genau. So, ja, ansonsten, cool. In unserer Lagerhalle gibt es leider nicht viel zu sehen. Ich glaube, ist überhaupt irgendwas drin? Ich glaube nicht. Ja, doch, die Forge. Außer ja, der Forge. Ein Schrank, glaube ich. Oh, warte mal kurz. Ey, ihr wollt mir jetzt eigentlich... Ja. Der Kleiderschrank. Das ist doch ein Kleiderschrank. Ui. Das ist eine Vitrine, was ist denn das? Ah, das ist aus Pimp My Home, ne? Ja. Es ist ohne Energie. Naja, hier haben wir dann die alten Socken und Schuhe reingestellt. War das Teil der Building Parts oder war das... Das war Teil der Building Parts, oder? Ich weiß gar nicht, aus welchem Part das ist. Aus welchem wo Teil von den Pimmen. Workbenches, das wollte ich gerade nochmal genau. Die ist auf der anderen Seite drüben. Achso, da können wir gleich nochmal gucken. Was ist das? Also das eigentlich wollten wir auch nur Ruinen hier hinstellen. Achso. Sollte aussehen wie schon gekämpft, ja. Wir hatten leider immer so ein bisschen andere Prioritäten, ne? Also Birgitball zum Beispiel oder weiß er nicht. Andere Sachen, das ist auch ziemlich witzig gewesen. Ihr seht auch schon hier den, wo ist er denn gerade? Ihr seid noch drin alle, ne? Mhm, ich bin gerade rausgelaufen. Hier stehen wir kurz hier vor dem mehr oder weniger Hauptgebäude. Wenn man es ein Hauptgebäude nennen möchte. Ja, das ist jetzt unser. Da, wo der ganze Müll drin ist. Ganz kurz, man muss dazu sagen, wir hatten vorher ein anderes Gebäude. Das stand, da stehen jetzt nur noch. Dort, wo der Giga steht, wo der pinke Giga steht, da stand eigentlich vorher unsere Base. Da war der Stein auch so ein bisschen integriert und dann haben wir irgendwann in Session 12, keine Ahnung, beschlossen, hey, wir ziehen um. Mhm. Naja, dann haben wir das Ganze abgerissen.
Ja, hier vorne auf jeden Fall haben wir dann schon mal den Spielplatz für Birgitball. Ne? Also man sieht das hier oben, die Plattform. Da kann man Birgit durchwerfen, so Basketball-Style. Und auch mit Zuschauerplattform, direkt mit Klo. Birgit ist ein Dodo, ne? Ja. Und damit haben wir uns die Zeit vertrieben, während wir auf Spawns gewartet haben oder sonstiges. Hier sind auch besondere Sitze, ne? Also. Ja, wunderschön. Ja, das ist der Wahnsinn. Das ist, das ist auf jeden Fall eine nette Idee, so. Also mit dem Ballspiel und so. Und man kann ja auch hier oben hochgehen. Kann das hier ist eine Vogelscheuche. Da liegt der Hero auf der Toilette, ne? Also, man braucht doch beim Zuschauen, muss man nicht aufstehen, um auf Toilette zu gehen. Man kann einfach sich hinsetzen und sitzen bleiben. Ne? Ach, damit man auch keinen. Ja, genau. Damit man auch nichts verpasst hier bei Birgitball. Ist auch extra ein Loch unter der Toilette. Ja. Damit es direkt durchfällt in den Komposthaufen da drunter. Aber irgendwie sieht euers hier trotzdem immer noch wohnlicher aus als bei uns so. Bei uns alles zu und hier habt ihr schöne große Fenster, Licht kommt rein, man kann rausgucken. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, Aquarium haben wir jetzt auch. Im Hauptgebäude gibt es nicht viel zu sehen, aber Birgit ist das Wichtigste, ne? Also. Die ganzen Tische hier. Ja. Birgit ist das Wichtigste überhaupt hier bei uns. Komm hier nicht weg. Achso, warte mal, ich muss ja vorne Birgit, rein. Das ist aber auch ganz Boris. Nett hier. Dieser Garten. Birgit BB! Never ending Love Story! Oh mein Gott! Boris und Birgit? Das hält also aber nicht lange, weil Boris wird von unseren Leuten immer erschossen. Für Heid! Ihr habt auf jeden Fall schon was Cooles draus gemacht hier. Also ich meine, gut, ja, es ist halt interessant, ne? Auf der einen Seite haben wir hier diese Kunst mit den ganzen S-Plus-Crafting-Stationen, auf der anderen Seite halt diese sehr wohnliche, quasi wintergartenmäßige Terrasse hier. Mit der Sitzgelegenheit und so. Einer eurer Rexe wird gerade gegessen. Echt? Ja. Vielleicht solltet ihr einen von euch abstellen, der so ein bisschen auf... Ja, ich lauf gerade. Bist du in der Nähe da, Balu? Ich hab den Rugopf schon gekillt, aber... Da vorne, gerade hinter dir. Das sieht echt cool aus eigentlich hier drin. Ach da. Muss man mal sagen. Auch das ist mit hier so offen, dass es hier oben nochmal so eine kleine Terrasse im Haus hat. Da oben ist quasi das Schlafzimmer. Mehr oder weniger. Cool. Zumindest die Betten. Man kann ins Aquarium reinfallen. Und ganz oben drauf das Gewächshaus. Provisorisch. Ich glaube, du kommst da nicht wieder raus. Echt, der geht an den anderen Rex? Oh, ihr habt ja auch. Ja, und hier draußen bei dem Baum, das war so ein, naja, ein Versuch von Dekoration, sag ich mal, sind wir leider nicht weit gekommen. Nee, Anni, geh mal weg da. Ja, bin weg. Ich schlafe. Gut. Das sah cool aus. Ips jetzt auch noch dazu. Den Baum hier draußen meinst du? Nicht bei dem Schaf, wo die Schafhecke ist. Und genau, so ein bisschen Dekoration. Also eigentlich sollte hier so ein Laufweg werden für die Gehege, aber es hat irgendwie nicht funktioniert, weil hier ständig Viecher gespawnt sind. Deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, wir lassen es einfach so, wie es ist, quasi. Aber wir hätten gerne noch weiter dekoriert, wenn wir irgendwie eine Möglichkeit gefunden hätten, das ganze Viehzeug irgendwie auszurotten. Also sinnvoll. Aber halt quasi, dass man sich auch hier hinsetzen kann an dem Baum, sozusagen nach der langen Besichtigungstour, die wir jetzt hier hinter uns haben, und Bierchen trinken können. Was mir sehr gut gefällt, ist dieses Ding hier, also dieser Garten hier, neben dem Haus, das fügt sich so gut aneinander, so. Ja, finde ich auch. Mit diesem Glas hier noch. Und ich weiß nicht, ihr wisst, dass ihr die Rahmen tatsächlich auch ausblenden könnt von denen. Ja, aber das sieht nicht so stylisch aus teilweise. Also, wenn man es an richtigen Stellen macht, kann es gut aussehen. Ja. Ist aber, glaube ich, an der Stelle ein bisschen blöd. Ja. Oh nein. Ist aber auf jeden Fall sehr gut. Also, das sieht richtig cool aus. Ja, ein Friedhof musste sein. Die Opfer der Arena-Kämpfe. Ne? Drei Grabsteine. Wir zünden mal ein Kerzchen an. Ja. Ja, aber bitte. Bloody Freddy liegt hier in Frieden. Dann haben wir hier den Bärenbeißer. Wir werden dich nie vergessen. Und Titana, die Tapfere, wir werden dich nie vergessen. Sehr schön. Und hier hinten habe ich, glaube ich, noch einen. Nee. Ja, da ist ein Dodo-Schrein. Ne? Weil für uns sind ja Dodos das Allerheiligste. Deswegen gibt es ja auch Birgit. Und das hier ist der Dodo-Schrein. Ui. Bitte immer beten. Schön mit dem Bonsai-Baum. Ihr könnt euch mal ein Beispiel daran nehmen. Bei uns ist gerade was gestorben. Süßer Bonsai. Nur der Sighting. Ja, und bei uns ist gerade ein Resighting gestorben von einem wilden Raptor. Da müsste doch jemand dort sein im Seiner. Ja, das heißt, es ist keiner da. Und es sind alle passiv. Die sind alle passiv, ja. Ich flieg mal rüber. Oh, shit. Du kannst aber doch nicht reinbeißen. Ja, eben, du kannst nichts machen. Wer ist denn da jetzt wieder geblieben? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da ist doch irgendeiner AFK gegangen, bestimmt. Nee.
Von meinen Leuten sind alle da. Ich bin da. Ja, ich bin da. Ich hab's an dem Fahrrad dahin gezählt. Ich weiß nur nicht, wo ich gerade bin. Wie, du bist da, du weißt bloß nicht, wo du bist. Leute, ich hab keine 40 Stunden Erfahrung, Ark. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin. Ansonsten musste ich mal wer ranporten. Ja, vielleicht. Oh, das sieht echt toll aus. Das wäre vielleicht ein Sattel. Ich bin wieder bei Spielberg gelandet. Und auf jeden Fall ziemlich gut die Banyan-Bäume, die chinesischen. Die sind richtig cool. Ich weiß nicht, vielleicht ist Lone Star so. Lone Star, vielleicht portest du mal Ritzi, dann. Nee, wer muss denn erstmal jetzt weg aus unserer Base? Wer läuft da jetzt rum? Spider-Fan. Ich bin jetzt wieder auf dem Wasser. Spider-Fan, okay. Ich glaube, dass es Spider-Fan ist. Ist der Einzige, der in Frage kommt. Ja, ich bin so. Der Einzige, der fehlt. Dann. Gott, was ist das für ein Iguanodon? Aber Spider-Fan hat irgendwie auch nichts gesagt, dass er noch da ist. Du hättest ruhig was sagen dürfen. Ich wollte euch nicht dazwischen quatschen, ich wollte nicht stören. Ja, aber das, ja. Wie gesagt, hättest du ruhig sagen dürfen. Ist okay. Ich hätte zurückgelassen. Oder du hättest natürlich auch deinen Kollegen Bescheid sagen können. Fand den toll mit so blau-weiß. Und alles, was außerhalb ist, ist Todeszone. Ja. So, bist du hier bei mir? Die Todeszone. Mhm. Dankeschön. Und warte mal, kann ich dich eigentlich greifen in der Gerüstfähre? Ja, das Problemgebiet war hier bei uns gewesen, immer hier nach hinten zu den Hügeln, wo der Sumpf anfängt. Da spawnten ganz, ganz viele Bösewichte und dann hier unten am Wasser eigentlich immer. Ich hab dich rausgegriffen, aber das ist egal. Wollt ihr mal kurz Birgit beispielen, dass wir uns da vielleicht mal was drunter vorstellen können? So aber hallo. Weil ich weiß nicht tatsächlich. Jetzt so, nicht Birgit, komm mal her. Machen wir mal hier. Birgit ist schon völlig traumatisiert. Lass dich mal tragen. Weil ich die Schlange auf dem Arm habe. Okay. So. Also, ne? Man nehme eine kleine Birgit. Läuft dann entspannt hier die Rampe hoch. Na, ist natürlich jetzt gerade ein bisschen eng hier. Ja. Die Rampe, wo ich gerade stehe. Genau, du stehst schon. Das wäre ein Aussichtspunkt hier. Kann man halt auch nehmen, ne? Und dann stellt man sich halt wirklich hier ganz gut hin. Und Andi wirft erstmal daneben. Natürlich werde ich daneben werfen, warte mal. Ach, da ist Licht geworden. Naja, und dann versucht man halt zu treffen. Naja. Und das geht auch von hier, ja? Man kann Tatsächlich. Das geht. Mario hätte letztens fast einen Korb gemacht. Birgit war ein bisschen zickig und ist oben stehen geblieben. Aber die ist drauf gelandet. Oh. Naja. Oh, ne? Das war aber schon nicht schlecht. Nein, aber knapp. Ja, das ist. Da muss man viel üben. Deswegen ist halt auch die Base nicht so riesig, weil wir mussten halt Birgit-Ball verfeinern. Genauso wie wir Volley-Birgit-Ball gespielt haben, wo wir dann einfach immer die Birgit gefangen haben. Schön daneben. Also quasi, wenn du dich einfach im Kreis dann aufstellst und die Birgit einmal durch die Gegend prügelt sozusagen in der Luft und dann quasi wegfangen im Springen. Gibt es da eigentlich noch einen Highscore bei Birgit-Ball? Wir hatten da gerade den Highscore. Eigentlich wir haben doch nicht gezählt. Das war alles nur Training bisher. Ach so. Es gab noch kein Turnier. Nee. Ja, mal ein Event allein um Birgit. Oh ja. Birgit-Ball-Event. Ein ganzes Projekt. Die Dodo-Spiele. Aber jeder seine eigene Birgitball. Ja. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Ach Mensch, da oben ist doch noch das Gewächshaus. Hast du das schon gezeigt? Das hat man von unten gesehen. Ach so, das hat man von unten gesehen. Ach echt? Das hab ich jetzt gar nicht beachtet. Ja, wir haben ein Gewächshaus oben auf dem Dach. Wie kommt man da rein? Guck mal, ich hätte fast getroffen. Naja. Muss ich dann hier unten durch? Ja, das ist oben eine Leiter, wobei das so provisorisch tatsächlich hingestellt wurde, nachdem wir festgestellt haben in Session. Lass mich lügen, 12 oder so, wir haben noch kein Gewächshaus. Ja, wir hatten immer noch Dinger am Strand. Achso, ich kann eure Leiter nicht. Kann man das können wir die freigeben? Ja. Unlock. Oh, jetzt. Ja, perfekt. Juhu! Das ist so irritierend, wenn die Scheiben hier komplett transparent sind, also es komplett durchschauen. Ja, normalerweise bräuchten die ein bisschen Tönung, so 25% oder so. Das wäre ideal. 40%. Ja, oder so. Also, dass man halt nicht ganz komplett durchguckt. Das ist echt ein guter Platz oben drauf, so für so ein Gewächshaus. Das ist echt cool, muss man sagen. Der blöd, aber egal. Nicht schlecht. Coole Ideen in der Base auf jeden Fall. Die Grundlagen waren da. Es ist halt, wie gesagt, von der Topografie her nicht ganz so ideal. Also, da haben mir die anderen Bauplätze doch deutlich besser gefallen, aber das war auch nicht unbedingt Hauptaugenmerk jetzt bei uns, muss ich sagen. Ja, wir haben was draus gemacht, also kann man jetzt nicht sagen, da wäre jetzt nichts passiert oder so. Mhm. Lea, du hast ein Häufchen gelegt und nicht gespült. Ja. Schön, du hast es oben auf die Klobrille gelegt. Ich kann nicht spülen, ich darf nicht. Sammelt euch mal hier beim Drachen, der zwischen Drachen. Ja,
Wir versammeln uns beim Drachen. Jetzt gibt's Bier. Sehr schön. Oh, geil. Ja. Oh. Richtig gut. Und das ist der Biermann. Alter, wie viel hast du denn da? Darauf haben wir alle 5 Monate gewartet. Hallo? Wenn dann richtig. Geil. Wir sind nur wegen dem Bier hier. Hallo. Könnt ihr auch was rausessen und dann einfach doch mal durch die Wildnis rennen. Auf geht's. Oh, da wird schon getrunken hier. Noch gar nicht angestoßen und schon wird getrunken. Toll, ihr werdet getrunken. Und vor allen Dingen, merkt euch bitte, don't drink and ride. Also bitte. Na, ja. Also wenn ihr jetzt alle schon getrunken habt, trinke ich jetzt auch so. Na dann? Ja, dann hopp. Wo ist das denn? Oh Gott. Auf das erfolgreiche Projekt. Aber hallo. Ihr müsst mal hier den Iguanodon angucken hier. Besoffen? Hinter euch. Der hat auch schon ein paar Bier getrunken. Ein paar. Der ist schon durch, so. Der hat schon hier den liegt Kater. Noch ganz viel Bier rum. Mal rein da damit. Noch Bier auf dem Boden, das gibt's ja gar nicht. Mehr auflutschen. Läuft doch aus. Das geht gar nicht. Gib was ab. Was? Ich sowas. Ach so, ich. Moment, warte. Flair ganz für alle, wenn warte, ich hab nur noch. Ich hab tatsächlich gar nicht so viel bekommen. Stelle ich gerade fest. Ich hab noch eine Flasche. Yay. Meine Ausdauer geht Monitor ist kaputt, deshalb ich den Moment. Also wir haben dann auf jeden Fall später für das Abschlussfeuerwerk haben wir noch so 500 Flare Guns oder sowas. Wir haben schon welche gecraftet. Oh, das ist toll. Wenn man jetzt hier so diesen Boden anguckt, der so leicht so wie vertrocknet aussieht und dann das Bier trinkt, man kommt sich vor wie in der Wüste irgendwie. Ja, wir haben schon versucht, ein bisschen Gras hier anzupflanzen, aber es hat leider nicht funktioniert, es wurde vorher immer weggeraucht. Was? Oh mein Gott. Wer macht denn sowas? Das freut mich auch nicht. Ja, der Wahnsinn. Sehr schön. Haben wir auch ein bisschen Alkohol getrunken. Ja, so muss das sein, ne? Herrlich. Ja, Wahnsinn. Also, ich muss sagen, jetzt so, wenn wir jetzt alles gesehen haben, die Ansätze könnten unterschiedlicher nicht sein, muss man echt mal sagen. Also, das ist auch das Schöne, wenn man halt verschiedene Parks hat. Jeder macht es halt anders, jeder baut halt anders, jeder setzt andere Schwerpunkte und ich würde sagen, das konnte man hier eindrucksvoll sehen jetzt in dieser kleinen Tour. Da hat man deutlich mehr Zeit gebraucht fürs Bauen, weil es ist echt schon cool aus, was so zustande gekommen ist. Was mit den Mitteln, die wir jetzt zur Verfügung hatten, schon gemacht wurde, ist schon echt krass, also kann man nicht anders sagen. Jeder hat halt andere Akzente gesetzt, andere Schwerpunkte und alles ist irgendwie cool geworden. Kann man jetzt nicht anders sagen, auf jeden Fall. Richtig gut. Der Wahnsinn! Und ich glaube, die Zuschauer finden das auch toll, wenn ich das jetzt so gesehen habe. Ich habe jetzt leider nicht so aufgeladen. Aber jetzt hier genug gewesen. Mit dem Honig ums Maul schmieren, da wird mir ja schlecht bei. Also, wenn ihr auf die Uhr guckt, um 13 haben sie die Nachtschatten, die müssen noch bis zu ihrem Park und die Tiere einpacken und dann zum Schauplatz. Korrekt. Ihr solltet euch auf den Weg machen und dort alles sammeln. Jo. Und das erst wenn ich das Signal gebe, dass ihr quasi loslegen sollt, dürft ihr loslegen. Wer angreift, ohne dass ich das okay gegeben habe, ihr wisst schon, Asche und so. Asche aufs Haupt. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir die Raptoren auf neutral pfeifen müssen oder so. Ich bin langsam, weil ich Alkohol im Körper habe. Ja, Dito. Den Alpharex habe ich entfernt. Oh, sehr gut. Gott sei Dank. Meine Gyrosphäre ist wahrscheinlich jetzt schon implodiert. Das ist die hier mit dem ganzen kaputten Glas. Ich erkenne sie wieder. Den kannst du jetzt claimen. Wo haben wir den geparkt? Was? Nicht mehr. Wo haben wir den geparkt? Du hast den jetzt freigelassen. Wie willst du den Fahrer nach Hause bekommen? Ja, da haben wir den recht. So, ich lasse euch mal zur Tür raus. Ob Carglass diese Windschutzscheibe austauschen kann. Ich auch. Huch, wo ich ins Weißwasser gelassen. Auf geht's, ab nach Hause. Ich weiß gerade echt überhaupt nicht mehr, wo ich geparkt habe. So, dann treffen wir uns oben auf der Insel wieder. Ja, wo am Eingang? Nein, eure Gyros werden hier, die blockieren mich da. Scheiße, ich muss hier rausfahren. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum fahren die denn da vorne? Das kommt von diesem ganzen Alkohol. Das kommt auch durch die zerkratzte Windschutzscheibe, sehe ich ja nicht, dass da keiner drin sitzt vor mir. Das sieht ein bisschen so rupt aus. Ein bisschen, ja. So einen leichten Sprung vorne in der Windschutzscheibe drin. Mal wieder ein Steinschlag. Das war ein Rex, der den Raptor getötet hat, ne? Nee, es war ein Raptor. Ein anderer Raptor, Entschuldigung. Dann mal ab nach Hause. Und, Fritzi, wenn du hier zu deiner Linken guckst, da haben wir gegessen.
Danke. Danke, Sia. Vielen Dank für die Führung. Ja, an euch auch vielen Dank. War auf jeden Fall sehr cool. Super. Dann sehen wir uns am Schlachtplatz wieder, ne? Mhm. Okay, ab zur Metzgerei. Gleich. Ja! Würstchen für alle. Sind alle raus jetzt, die raus müssen? Gute Frage. Ich glaube schon, ja. Okay, mach ich Luke wieder zu.